Ja, und damit herzlich willkommen zu Mushroom Wars. Sehr schön. Ich öffne das Ganze erstmal und mache jetzt erstmal die Zoll-Y-Leiser. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann können wir auch reinstarten in die Kampagne. Wir starten einfach mal. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Also, einfach, normal, schwierig. Einfach natürlich, wir kämpfen letztes zum ersten Mal und da soll das Ganze ein bisschen einfacher werden. Ja, alles klar. Ist ja eine übertriebene Leiter. Ja, alles klar. Alles leckt so ein bisschen. Das ist Peter und das sind Peters Freunde. Dahinter ist seine Mutter. Habt ihr das verstanden? Und da seid ihr. Was ein hässliches Fragezeichen. What the fuck? Ah. So, ich fange gleich an, so ein bisschen zu erzählen, was ich so jetzt glaube, worum es geht. Um das Gebäude des Feindes zu erobern, schicke mit der rechten Maustaste deine Truppen dahin. Fortfahren. Achso, das Graue. Nein, nein. Du kannst dich zwischen deinen Gebäuden bewegen, indem du die Maustaste verwendest. Es ist trotzdem saulaut. So, jetzt sind wir da. So, und jetzt machen wir das und wir machen das und jetzt machen wir das erobern. Lauft, meine Kleinen. Lauft. Ich warte mal, bis wir so ein bisschen voller sind, so die Wolken komplett voll sind, dann richte ich Randale. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ach so, können wir dann aufpeppen oder wie? Ah, wir können aufrüsten. Dann rüsten wir erstmal auf. Ich gehe davon aus, dass das in dem Spiel so ist, dass sich die alle zerstritten haben, wie man ja gesehen hat, und dass man jetzt gegen die kämpfen muss und dann noch, glaube ich, irgendwelche anderen abwehren muss. Diese schwarzen Dinger, die da sind, gehe ich mal davon aus.
So, wir haben jetzt mittlerweile ganz schön viele schon gesammelt. Warte ein bisschen noch, vielleicht kann man noch mal aufpeppen. Ja, guck mal, das noch mal und das noch mal. Ihr bleibt bei 16, okay? Ja, darum holen wir uns jetzt mal richtig Scheffele, Scheffele, ne? So, ich würde mal sagen, einmal nächste Horde. Jetzt machen die da Randale. Yay! Ja, gut, wir beginnen einfach, beziehungsweise wir haben ja schon begonnen. Das machen wir jetzt mal so ein bisschen. Wir schauen uns mal das Spiel Mushroom Wars an. Gehen wir zum nächsten Level. Lol. Also, die peppen wir erstmal auf. Der ist aber voll. Hohoho. Direkt aufpeppen. Der geht auch noch mal hoch. Schön, schön, weiter, weiter, weiter. Wir sind ungefähr gleich stark, aber wenn jetzt die Wolke voll ist und die beiden rennen, dann lieren wir erstmal hier rum. Dann machen wir das schon mal jetzt. So, hier los, da los, da auch los. Wir müssen ja erstmal eine Ecke einnehmen. So. Jetzt haben wir noch einen Feind. Und den versuchen wir jetzt immer unter Beschuss zu halten. Sprich hier. Und mit denen. Wir können die Häuser ja noch nicht größer machen. Hier warten wir noch, bis wir ein bisschen Update machen können. Obwohl, das kriegen wir, glaube ich, auch schon hin. Hat gut funktioniert. Ja, wir gehen zum nächsten Level. Was? So, ihr geht schon mal nach da, ihr geht schon mal nach da. Euch schicke ich mal dahin, weil die jetzt sind jetzt noch nicht so groß. Bis auf jetzt. So, da jetzt schon mal gesamte Mannschaft drauf. So, die hoch. Wir müssen jetzt aufpassen. Die schreiben SOS. Die gehen wir mal da drauf. Den machen wir hoch. Den machen wir hoch. Der kann erstmal hier wieder ausrücken. Mit allen Mann. Also hinten produzieren wir und schicken dann nach vorne. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Oh, warte. Den updaten wir mal, den updaten wir auch mal. So, den holen wir uns hoch. Den holen wir uns hoch. So, den können wir erstmal versuchen einzunehmen. Der wird voll sein, dann jagen wir da mal was drauf. Also, ist erstmal egal. Erstmal, dass wir den so ein bisschen im Schach halten können. Da ein paar drauf. Da ein paar drauf. Den holen wir uns hoch. Der hat ein bisschen was, den können wir direkt nach hinten schicken. Den schicken wir nach hinten. Den schicken wir, den können wir auch erstmal nach hinten schicken. Dann können wir direkt durchmarschieren und holen uns direkt alle weg. So, guck mal, das haben wir, easy. WTF. WTF, hier rennen wir einfach so durch. Jawohl! So, erstmal die in der Nähe aufpimpen.
Wir werden jetzt erstmal Häuser verlieren. Das ist ganz normal. Das ist absolut normal. Erstmal, dass wir überall hochkommen. So. Das können wir aber direkt wieder besetzen. Das holen wir uns hoch. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal eine Ecke hoch. Und direkt da drauf. Den hochholen, den hochholen, den hochholen. Die alle hochholen. Bis wir auf maximal sind. Alter, ist das hier ein Abfuck gerade. Alle direkt drauf jetzt. Dass wir den so ein bisschen niederknüppeln. Das Haupthaus muss niedergeknüppelt werden. Alter. Da unten hin. Dahin. Was zum Henker ist das für ein Spiel? Macht auf jeden Fall bis jetzt Spaß. Also, es ist mal interessant zu sehen, wie man jetzt hier alle mal hochkriegt. So, den. Da, schnell, schnell, schnell. Da, schnell, 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 schnell. Okay. Den updaten. Den können wir jetzt erstmal hier drauf jagen. Na, den werden sie jetzt einnehmen. So, den erstmal einrennen. Den können wir hochbringen. Den können wir hochbringen. Den direkt da zurückbringen. Den nach da. Den hoch. Hier sind welche mit 80, die können wir direkt losschicken, losdümpeln lassen. Wir versuchen den jetzt erstmal in eine Ecke zu drängen. So, den nach da, den nach da, den nach hinten schicken direkt. Also sprich, wir überrennen den jetzt komplett mit allen Mann, die wir haben. Dahin, dahin, dahin. Easy, Leute. Easy. Easy. Alle Gebäude deines Feindes erobern. Das sind Türme. Sie schießen auf Feinde, die daran vorbeimarschieren. Deine Türme schießen öfter, wenn du sie upgradest. Wirklich. Alle dahin, meine Leute. Alle meine Leute dahin. So, jetzt müssen wir gucken. Die treffen ganz gut. Aber. Ha! Perfekt. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir genug Mann erstmal zusammenkriegen. Schicken wir erstmal alle nach vorne direkt. Dass wir direkt alle auf einmal haben und direkt einfach nur durchschießen müssen. Mit allen. Schauen wir mal, wie weit der jetzt schießt. Ach nee, weiter schießt er nicht, alles klar. So, die Feinde bleiben einfach bei 16. Gut, die bleiben erstmal inaktiv, sag ich mal. Wir holen jetzt mal so 20, 25, 30 da rein. Ah, nochmal updaten brauchen wir nicht. Die laufen ja gar nicht los. Die sind bei 18, die sind gleich so gleich voll. Dann würde ich sagen, wenn die angekommen sind, überrennen wir die jetzt einfach mal. So. Kurz warten, bis jetzt die anderen Männchen auch da sind. Und dann. Da, jetzt geht's los da. Los, hopp, nimmt uns das Haus. Bringt uns das Haus. Tada!
Es war jetzt wieder so eine Art Trainingsmodus und ich würde sagen, jetzt starten wir mal richtig rein. So, die erobern wir da. Das können wir direkt nach da mitschicken. Erstmal heißt es hier erobern. Und direkt zum nächsten. Jawohl. Da können wir direkt reinschicken. Die schicken wir auch noch gleich da rein. Oh, das wird aber eng. Eieieiei. Dann holen wir uns erstmal die Häuser hoch. Dann holen wir uns erstmal die Häuser hoch. Nächstes Haus hoch. Aber mein Feind ist vor uns. Oh, der schickt schon Truppen nach vorne ohne Ende. Nicht gut, nicht gut. Das könnte gefährlich werden. Wir bauen auch trotzdem erstmal komplett aus. Oh, wir sind ziemlich in der Unterzahl. Eieieiei. Schiebt mir direkt alles rein, was wir haben. Damit wir weiter produzieren können. Das muss erstmal groß und voll werden. Aber hier können wir schon mal alle reinschicken. Die schicken wir nach vorne. Also sprich, dass wir in diesen beiden Gebäuden hier alles haben. Können wir den hier nämlich auch wieder updaten. Und dann würde ich mal sagen, die schicken wir nach oben. Aber wir nehmen jetzt erstmal das ein und das ein. So, darum gehen wir jetzt erstmal los. Die schicken wir erstmal da rein, dann werden die erstmal nicht getroffen von diesem Turm. So, und jetzt sind wir nämlich so ein bisschen, ich sag mal, in der Überzahl. Weil wir die jetzt fleißig überrennen. Na komm, 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 komm. Eieiei, jetzt geht's aber ab hier. Der Kampf der Titanen. Und das nächste Haus. Und da wieder hin. Was ein Scheiß, Alter. Schnell dahin. Alter, das erstmal dahin. Das ist so ein Abfuck-Game. Aber es macht Spaß. Muss ich einfach sagen. Es macht einfach Spaß. So, von da aus direkt nach da. Komm, 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 komm. Da müssen noch welche hin. Den kann ich updaten. Die nach vorne. Am besten alle direkt. Der Turm ist voll. Wir können jetzt hier versuchen, das erst noch einzunehmen. Weil wir drängen den echt gerade zurück, wie sonst was. Den nach vorne. Oha. Ach du Scheiß, wie viele Männchen gerade da laufen, wo? Geht ja gar nicht. So, die schicken wir erstmal runter. Jetzt überrennen wir erstmal den Turm. Und überrennen die. Und überrennen noch ein paar da unten. So, Turm unser. Das unser. So, die schicken wir direkt nach hinten los. So, jetzt holen wir uns den Sieg, Leute. Jetzt holen wir uns den Sieg. Da schicken wir noch ein paar hin. Von da hinten schicken wir noch ein paar nach vor. Es dürfte reichen.
Der Turm ist zwar von denen jetzt besetzt, aber die haben wir alle überrannt. Die haben wir einfach überrannt, Leute. Die hatten keine Chance. Wir sind Eroberer geworden. Aber jetzt zum nächsten Level. Ein paar nach da, ein paar nach da. Voilà. So. Dass wir erstmal ein paar Häuser kriegen. So, ein Haus haben wir. Schnell. Da müssen noch ein paar hin. Alles klar, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir erstmal produzieren. Sprich, den holen wir uns hoch. Jetzt holen wir uns erstmal das Haus. Erstmal, dass wir Häuser haben. Erstmal, dass wir Häuser haben, dass wir erstmal produzieren können. Ich gehe mal. Ah, wir müssen, glaube ich, zum Stern so schnell wie möglich vor. Lass uns mal da sammeln. Und alle nach da. Dass wir jetzt erstmal hier den ersten Turm bekommen, den hier. Mit allen Mann rein. Perfekt. Den holen wir uns hoch, den holen wir uns hoch. Den holen wir uns hoch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir erst noch einen zweiten Turm bekommen. Sprich, die erstmal alle nach da schicken. Die alle nach da, dass wir uns den erstmal holen können. Mit 40 Mann dürfen wir das packen. Gehe ich mal von aus, ja. Wir nehmen uns gleich 50, easy. Alle darauf. So, wenn wir alle drin haben, schicken wir direkt die ersten los. Dahin. Dahin. Wir müssen direkt zum Turm. Wir müssen einfach direkt zum Turm. Zu dem Pilz in der Mitte. So. Und jetzt einfach überrennen. Clever gemacht. Boah, es ist anstrengend. Expansionist sind wir auch schon. Alle mit sternmarkierten Gebäude erobern. Dahin. Erstmal dahin. Können wir da direkt erobern? Schnell, der baut sich gerade aus, da können wir direkt zuschlagen. Direkt ausbauen. Solange wir einen haben mit Sternen, ist alles gut. Einen brauchen wir. Solange wir einen haben, kann der Gegner nicht gewinnen. So, da können wir direkt angreifen. Den können wir noch ausbauen. Den jagen wir da drauf. Ja, das war nicht gut. Obwohl. Könnte eventuell doch hinhauen. Die bauen wir erstmal aus. Den können wir direkt nach vorne schicken. Den schicken wir direkt nach vorne. Wir haben auf jeden Fall derzeit die Übermacht. Wir haben jetzt schon die Übermacht und schicken direkt drauf los. Ich will mal gucken, wenn wir jetzt alles bündeln. Alles, was wir haben, müssten wir den eigentlich überrennen können. Wir produzieren ja fleißig nach, wir haben ja genug Mann. Arme. Geil Thema, easy. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Eventuell mache ich auch davon mehrere. So, wir schicken erstmal hier welche hin, schicken dann hier unten welche hin. Turm gehört uns, die schicken wir direkt runter. Können wir theoretisch direkt wieder nach oben schicken danach. Schicken wir direkt nach oben. Überrennen wir die nämlich jetzt direkt. Ah, doch noch nicht. Wir produzieren erst noch mal ein bisschen. Wir sind hinten, das ist richtig.
Ah, jetzt schnell. Jetzt müssen wir schnell angreifen. Jetzt ist er gerade low. Ah, kein. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ah, es passt schon. Da ein paar reinschicken. Wir expandieren ja gerade. Dementsprechend alles noch in Butter. Der hat jetzt gerade die Übermacht, wollte ich gerade sagen. Direkt nochmal hoch. Je höher wir kommen, desto schneller produzieren wir, glaube ich, auch. An den Turm darf ich jetzt nicht einfach loslassen. Da müssen wir hinschicken, da müssen wir hinschicken. Das Haus dürfen wir nicht verlieren. Ja, Mann. Ja, Mann. Das Haus dürfen wir nicht verlieren. Schicken wir hier direkt welche rein, die weg könnten. Mal gucken, dass wir jetzt gleich das Haus direkt einnehmen. Oh, und direkt durchschicken, direkt durchschicken, direkt durchschicken, direkt durchschicken, direkt durchschicken, direkt durchschicken. Massenschlacht hier. Ah, der hält die Oberhand. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Puh, es ist echt schwer, schwierig. Aber der ist noch weit unten, dementsprechend muss ich gucken, dass ich die weiter unten halte. Ja, der hat zwar ein doppelter Einheit, aber das heißt nix, das heißt gar nichts. Ja, der ist komplett bewaffnet, bereit. Schicken wir direkt darauf zu. Der müsste jetzt, glaube ich, hier eigentlich was hinschicken. Eigentlich. Ja, Mann. Unser Haus. Jetzt schicken wir direkt nach da welche. Um hier anzugreifen. Da auch noch ein paar hin. Das hochheben. Da auch noch ein bisschen was rein. Den Turm brauchen wir jetzt erstmal nicht erhöhen. Hier wird erstmal, glaube ich, keiner herkommen. So. Jetzt haben wir ungefähr Gleichstand. Wir haben ein Haus eingenommen, haben direkt Gleichstand. Und jetzt stürmen wir raus. Hier stürmen wir raus. Und das Gebäude mal eben. Komm, komm, komm. Der wird sich versuchen, das zu holen. Wir rennen direkt hier durch. Bäm. Und damit haben wir alles von ihm. Da müssen wir hin, da oben hin, da oben. Schnell weiter. So, direkt nach vorne schicken. Diese beiden Gebäude, die werden jetzt als erstes, ich sag mal, erobert von dem Gegner. Und, na, machen wir mal eben. Und ich würde sagen, dann überrennen wir den Gegner mal eben. Oh, warte mal. Da unten will er hin. Und jetzt müssen wir alles hier drauf schicken. Da, Gegner hat verloren. Er ist schon an einem Gebäude alleine gescheitert. Mit den Personen da drin. Die haben gut verteidigt. Ja, wir können eventuell noch mal eben eine schnelle Runde machen. Oder wir gucken uns das Video an. Alles klar. Wir müssen jetzt den hier erobern und das in Zeit. Müssen wir direkt durchziehen hier. Ein Gebäude nach dem anderen direkt gib ihm.
Den nach vorne halten, die nach vorne halten. Der wird auf jeden Fall jetzt unten ziemlich aggressiv sitzen. Dementsprechend müssen wir da aggressiv gegenwirken. Dürfen wir haben da unten. Ziehen wir direkt hier durch. Sind zwar ein bisschen wenig, aber es wird schon klappen. Hier ziehen wir direkt durch. Den nach vorne schicken. Den nach vorne schicken. Die können wir direkt durchziehen lassen. Die ziehen wir gleich mit durch. Ich habe erst hier geklickt, damit die ersten schon mal dahin loslaufen können. Die nehmen uns auf jeden Fall noch mit. So. Da rein. Ah, nicht ganz unter einer Minute. Hätte ich die direkt durchgeschickt. Bam. Gut. Das war vielleicht für den Gegner ein bisschen zu schnell. Gut. Und, ach, weißt du was? Ich spiele das jetzt einfach mal weiter. Das wird dann vielleicht so extramäßig hochgeladen. Die Kampagne.